Hi, mal wieder von meinem Fußboden. Und das nächste Bild steht in den Startlöchern. Unser Lama, Alpaka, wie ihr möchtet. Unser kleines genervtes Lama. Ich finde ihn irgendwie so toll mit seinen bunten Haarsträhnen und dem total angenervten Blick. Und auch, seht ihr das im Hintergrund? Diese ganze Lama-Herde, die ihr euch auch so anschaut. Oh, ich finde es einfach grandios. Und das Bild ist auch wie alle anderen 50 mal 50. Wie hat er Probleme mit dem Scharfstellen? 50 mal 50 und kommt in 70 Farben mit 6 Fairy Dust Farben. Sorry, 6. Sechs Fairy Dust Farben, nur Fairy Dust, kein AB. Doch, du bist fast ein bisschen besser bei dem Lama, dass man da auf dieses extrem Bling-Bling vom AB verzichtet und dafür so ein bisschen Fairy Dust mit reinbringt. Ja, wie gesagt, 50 mal 50, weiche Leinwand auch, wie die anderen auch. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall das erste Video über das Monster Karlchen an, weil ich da auch allgemeine Sachen zu den Bildern erzähle. Hier soll es ja jetzt, wie gesagt, wirklich nur um die Produktvorstellung vom eigentlichen Bild gehen und deswegen gehe ich hier nicht so sehr ins Detail, ne? Also es ist wie bei allen anderen Bildern auch, gibt es den passenden Coverminder. Ich habe euch gerade schon in die Kamera gehalten. Es gibt das Stickerpapier, bekannt wie bei den anderen Bildern auch. Einmal jede Farbe und dann noch leere kleine Sticker, die ihr super aufheben könnt oder halt nutzen könnt, wenn ihr für eins mehr als. Jetzt stürzt ihr meine Kamera gleich ab. So, hui. Wieder abgefangen. So. Also, wenn ihr für eine Farbe mehr als ein Döschen braucht oder halt einfach mal für andere Bilder aufheben, wo vielleicht keine Sticker dabei sind, dann könnt ihr die ja auch benutzen und beschriften selber. Ja, finde ich eigentlich super praktisch. Die Steine kommen in Zipptüten. Auch hatte ich auch in dem großen Video schon vorgestellt. Es sind alles Harzsteine. Und ich werde euch jetzt mal die Fairy Dust Steine raussuchen und die euch dann zeigen. Und die anderen dann, wie bei den anderen Bildern auch, einfach im Schnelldurchlauf. So, ich habe alle zusammen. Da haben wir einmal die 500. 99. Ich versuche mal das so ein bisschen zu zoomen, weil dann brauche ich, glaube, dann ist es immer einfacher. So, die 995 in Fairy Dust. Oh, wie schön. Und im Himmel sitzen nämlich an. Dann haben wir hier ein ganzes großes Tütchen 996. Ah, ein Glücksstein. Wie nennt ihr die denn? Ich nenne die immer Glückssteine, wenn da so ein falscher dazwischen ist. Oh, auch so schön. Das ist schon was Tolles, finde ich. Hier ein tolles Lila. Das Lila gibt es auch, meine ich, beim Monsterchen. Das wäre auch die 208. Ja, das ist auch beim Monsterchen dabei. Total schöne Farbe. Dann haben wir hier die 775. Auch super schön im Glanz. Die 931. Auch richtig schön. Also Fairy Dust Steine sind schon. Wie findet ihr denn Fairy Dust? Oh, ich liebe sie. Und die 550. Und ich glaube auch, die waren beim Mon. Nee. Nee, die waren nicht beim Monster dabei. Ich glaube, da war ein anderes Lila, das zweite. Da gab es nämlich auch zwei Lila-Töne. Und ich glaube, das war aber ein anderes als das hier. Die Nummern jetzt nicht im Kopf. Aber guckt doch mal, wie schön das funkelt. Ja. Also, das waren die Fairy Dust Steine. Und dann gucken wir doch mal, ob wir die mal auf die Schnelle im Bild finden, wo die ungefähr sitzen. Was haben wir denn da für Symbole? Okay. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch auch
auch direkt wieder mal von dem Druck überzeugen. In gewohnter Qualität. Ja, also im Auge sitzen auf jeden Fall Fairy Dust Steine. Im Himmel sitzen ganz viele Fairy Dust Steine. Hier oben das Und ist nämlich Fairy Dust. Dann haben wir im Ohr doch bestimmt was. Oder wo haben wir es? Was haben wir denn da? Und diese hier die Schrägstriche, diese zwei weißen schrägen Striche, die sind Fairy Dust. Also es ist schön verteilt. Ich finde, im Himmel passt es auch ganz gut. Die hellen sind dieser Doppelpfeil, hier der. Die sind es gar nicht, Moment. Deswegen will ich lieber sehen, was ich filme. Da, dieser Doppelpfeil, das ist Fairy Dust. Sitzt also in den Wolken. Und wahrscheinlich auch ein bisschen im Fell. Ja, im Fell hier oben an der Spitze. Moment. Hier. Am Kopf quasi. Oben am Kopfende sitzt es. Also sehr schön verteilt. Ihr seht gar nichts mehr, weil der Zoom noch an ist. Haha. So. Also ich bin noch ein bisschen ungeübt, wie ihr merkt, gell? Das ist halt auch nicht mein Platz hier. So, ja, ich denke, da habt ihr schon mal einen Einblick und würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Vor allen Dingen gerne mir, wenn ihr es gepainted habt, natürlich auch Bilder zeigen, ob bei Instagram, TikTok oder halt auch einfach, wenn ihr da nicht so aktiv seid, vom selber posten, gerne auch schicken. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt noch im Schnelldurchlauf die anderen Steine. Ich habe es im Video von der Prinzessin schon mal gesagt. Ich drehe jetzt hier von den 6 Bildern alles hintereinander weg, außer das Monsterchen. Das hatte ich schon gedreht und auch schon hochgeladen. Wenn ihr da mehr ins Detail gehen wollt, was die Steine oder so betrifft, schreibt es mir ruhig drunter, aber ich kann erst ab den neuen Bildern auf eure Anregungen reagieren. Ja, also das hat nichts damit zu tun, dass die mich nicht interessieren oder so, aber ich drehe es jetzt hintereinander weg. Und deswegen wird dann frühestens bei den neuen Bildern, die sind übrigens auch sehr schön, die da kommen. Ja, die zeige ich euch dann noch. So, jetzt aber hier die Steine. Wie gesagt, im Schnelldurchlauf. Das waren die Steine im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr konntet euch ein gutes Bild von dem Lama machen. Und es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich mag es so, dieses Gesicht. Und im Hintergrund die anderen Lamas, die auch so treu doof gucken. Ach, ich finde es toll. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht, ich bin jetzt mit meinem Monster fertig. Fast, es fehlt noch ein Abschnitt. Da kommt auf jeden Fall dann ein kurzes Video. Also guckt bei den Shorts rein, je nachdem, wann ihr dieses Video jetzt seht. Da zeige ich auf jeden Fall das Endergebnis vom Monsterchen. Und ich sage euch, es ist toll. Es sind so tolle Steine. Es glitzert so wahnsinnig toll. Ja, alles toll. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet euch ein gutes Bild von dem Bild machen. Das war jetzt nichts, gell? Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und Link ist unten in der Videobeschreibung. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil es kommt
definitiv jetzt regelmäßig neue. Bei mir kommen halt keine 200 oder 300 Bilder im Monat oder auch keine 10 oder 50, weil ich tatsächlich jedes Bild erst einmal bestelle, bevor es in den Shop geht, weil ich möchte wissen, was ich verkaufe. Und ich möchte wissen, wie ein Bild gepixelt aussieht, weil das, nee, mag ich anders nicht. Also ich könnte jetzt auch über, ich könnte jetzt auch 50 Bilder in meinen Shop stellen, aber ich möchte es halt lieber einmal alles gesehen haben und auch probiert haben und mir ein bisschen genauer angeguckt haben, wie es gepixelt aussieht. Und deswegen kommen regelmäßig Bilder rein, aber halt nicht in Massen. Und wie gesagt, ist alles Bestellware, das immer im Hinterkopf behalten. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht, oh, wir haben Juli, aber wenn ihr Richtung Weihnachten denkt, denkt bitte dran, rechtzeitig zu bestellen, falls ihr es verschenken wollt. Ich weiß ja nicht. Okay, und wir sehen uns im nächsten Video mit dem nächsten Bild. Ciao!